Für den Fahrer dieses Wagens hingegen ist die Kfz-Steuer erstmal das geringste Problem. Völlig unabsichtlich gelang ihm ein Stunt aus der Abteilung, völlig unmöglich. So jedenfalls hätte man reagiert, wenn man diese Nummer in irgendeinem Hollywood-Action-Thriller gesehen hätte. Also haben wir uns heute von Spezialisten erklären lassen, wie sowas funktioniert, dass ein Wagen über eine Böschung rast und dann mehr als 30 Meter weit fliegt in ein 7 Meter hohes Kirchendach. Björn Heckmann über Physik im Alltag. Mit Verlaub, Herr Pfarrer, Sie haben einen Dachschaden. Was da des Nachts über die Kirche von Limbach-Oberfrohna in Sachsen hereingebrochen ist, wirkt wie ein Unheil von oben. Es ist aber ein Skoda, der von unten kam. Verkehrsunfälle sind Alltagseinsätze, aber in der Art, dass jemand in das Dach einer Kirche reinfährt, das habe ich zum ersten Mal hier gesehen. Und das war passiert. Ein 23-jähriger Fahrer hatte an dieser Kreuzung die Kurve nicht gekriegt. Er rast über einen kleinen Hügel, fliegt rund 35 Meter weit und landet schließlich in 7 Metern Höhe im Hause des Herrn. Und das halbe Dorf steht fassungslos davor. Ja, das ist ungeheuerlich, würde ich sagen. Ja, so etwas hat man noch nie erlebt. Ich würde sagen, es ist unvorstellbar. Mensch denkt, Gott lenkt. Ist es sensationell. Von der Straßenkreuzung über einen Erdhügel auf direktem Wege in den heiligen Dachstuhl. Auch bei viel zu hohem Tempo ein schier überirdisch erscheinender Höhenflug. Selbst dem herbeigerufenen Hausherrn fehlt da zunächst der Glaube. Für mich ist es unglaublich, wie ich hierher gefahren bin. Ich wohne ja in Kendler, 3 Kilometer entfernt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was gemeint ist mit der Aussage, ein Auto steht im Kirchendach. Der Fahrer wurde zwar schwer verletzt, hatte aber großes Glück, dass sein Wagen nicht vor die Außenwand geprallt, sondern ins Dach der Kirche gestürzt ist. Zwei Polizisten können alles bezeugen, denn sie waren zufällig in der Nähe. Die haben das Auto fliegen sehen und es ist sicherlich ein Anblick, den auch ein Polizeibeamter nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Dabei ist so etwas eigentlich fast unmöglich, sagt einer, der sich mit fliegenden Autos auskennt. Hermann Joha lässt für Film und Fernsehen so ziemlich alles abheben, was Räder hat. Aber sowas würde selbst er keiner Redaktion anbieten. Wenn ich denen sowas vorschlagen würde, wir haben hier einen Hubbel und da rast ein Auto rein, das wird hochkatapultiert, fliegt 35 Meter durch die Luft und landet dann im Kirchendach. Was träumst du nachts, würden Sie mich da fragen? Physiklehrer Olaf Bormann hat für uns mal nachgerechnet. Rein theoretisch ist demnach vieles denkbar, auch ein Auto im Kirchendach. Alles eine Frage von Geschwindigkeit, Flugwinkel und Richtung. Beziehen wir also jetzt alle diese Werte in unsere Berechnung ein, die wir hier auf der Simulation sehen können, also die 35 Meter Entfernung, die etwa 7 Meter Wurfhöhe, dann müsste man annehmen, dass der Fahrzeugfahrer mit etwa 100 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Die Wege des Herrn mögen zuweilen unergründlich sein, die Wege zu seinem Haus aber sind es manchmal eben auch. Ein Platz in der Dorfchronik ist im Kirchencrash auf jeden Fall sicher, als Himmelfahrtskommando von Limbach-Oberfrohna.